Wir kommen zu einer Zusammenfassung und damit gleichzeitig auch zu einer Überleitung, zu einem kleinen Exkurs und damit sozusagen dem Abschluss dann für heute, nämlich zum Jugendmedienschutz, also eine Antwortoption dafür. Lebenswelt und Medienwelt, hatte ich schon gesagt, lassen sich nicht mehr voneinander trennen. Also Lebenswelten sind Medienwelten, Medienwelten sind Lebenswelten und natürlich. Und dadurch bestätigt sich die Vermutung, die wir ja schon in der ersten Veranstaltung diskutiert haben, dass Medien in allen Sozialisationsinstanzen relevant sind. Und aus meiner Sicht, also aus der Bildungswissenschaft, besteht natürlich überhaupt kein Zweifel daran, dass diese Entwicklung Kinder und Jugendliche fördern kann. Aber, und damit eben die versprochene Überleitung zum Jugendmedienschutz, es gibt natürlich auch Inhalte, die für Heranwachsende ungeeignet sind und vor denen wir sie als Gesellschaft schützen müssen. Und damit zum Jugendmedienschutz, der auch als zielgerichtete, also intentionale Maßnahme verstanden werden kann und als zumindest weitgehender gesellschaftlicher Konsens gut in den Schwerpunkt Mediensozialisation und Medienerziehung dann passt. Eben, weil da etwas Intentionales ist, nur eben nicht von bestimmten Erzieherinnen und Erziehern, Eltern in diesem Fall, wenn man an die Familie denkt, sondern von Seiten der Gesellschaft. Und da zunächst mal die Frage, was sind es überhaupt für Inhalte, vor denen Kinder und Jugendliche geschützt werden? Soweit so nachvollziehbar, sexualisierte oder pornografische Inhalte, gewalthaltige oder gewaltverherrlichende Inhalte und genauso aber auch politische oder religiöse Propaganda. Und dann fragt man sich natürlich, warum ist eigentlich, wenn wir die Eltern haben in der Verantwortung primär, warum ist eigentlich die Gesellschaft der Auffassung, dass Kinder und Jugendliche vor diesen Inhalten geschützt werden müssen? Und die Zugangsbeschränkung zu diesen Inhalten erklärt sich zunächst mal aus der befürchteten Beeinträchtigung oder sogar Gefährdung der Kinder und Jugendlichen, konkreter gesagt deren Persönlichkeitsentwicklung. Und dabei sind natürlich aber jetzt die Grenzen nicht besonders klar, man könnte sogar sagen, sogar ziemlich unklar. Einigkeit beherrscht aber auf, also was jetzt schützenswürdig ist und was in welchem Alter schützenswürdig ist. Einigkeit herrscht aber, dass mit zunehmendem Alter der Schutz immer weiter abnehmen kann, weil Kinder und Jugendliche dann eben mit den Medieninhalten, auch mit problematischen Medieninhalten, ohne die entsprechenden Nachteile oder Beeinträchtigungen für ihre Persönlichkeitsentwicklung dann entsprechend besser umgehen können. Und man geht auch davon aus, dass ältere Jugendliche, vor allem dann aber auch Erwachsene, durch die problematischen Inhalte dann nicht mehr negativ beeinflusst werden. Naja, und wenn sie doch negativ beeinflusst werden, man schläft schlecht nach dem letzten Horrorfilm, dann haben sie sich zumindest auch selbst ausgesucht. Und da wir erwachsen sind, ist das okay. Also das ist weitestgehend der gesellschaftliche Konsens, wenn man sich mit Jugendmedienschutz beschäftigt. Zusammenfassend kann man sagen, es gibt bestimmte Inhalte, die für bestimmte Altersgruppen nicht geeignet sind. Und das ist der wesentliche Punkt, warum sich der Staat dieser Frage annimmt, nämlich, dass er davon ausgeht, dass das besser nicht alleine nur den Eltern überlassen werden soll, Kinder und Jugendliche vor diesen Inhalten zu schützen, sondern ihnen entsprechend da noch etwas mehr Unterstützung. Man könnte auch sagen, Bevormundung, das ist je nachdem vorgibt. Gleichzeitig ist es aber so, dass Zensur nach Möglichkeit unterbleiben soll, weil was man keinesfalls will, ist Erwachsene zensieren und damit auch entsprechend unmäßig einzuschränken. Also das soll keinesfalls passieren. Dieses Abwägen ist tatsächlich gar nicht so einfach. Wir können uns das mal kurz genauer anschauen, wie das in Deutschland aussieht. Und da das natürlich keine juristische Vorlesung ist, mache ich das entsprechend im gewohnten Weitwinkel, wie Sie es eben kennen.
Und tatsächlich ist es so, dass in Europa die Gesetzgebung bezüglich Jugendmedienschutz, Jugendschutz sehr, sehr unterschiedlich ist. Deswegen greife ich jetzt hier mal die deutsche Gesetzgebung raus, die durchaus nochmal eine besondere ist. Insofern aber, dass es zumindest in den letzten Jahren gelungen ist, Sie kennen das in anderen Bereichen, wünscht man sich das, dass die Gesetzgebung der einzelnen Bundesländer etwas vereinheitlicht wird, wird ja immer wieder auch gewünscht. Im Kontext von Jugendmedienschutz ist es tatsächlich gelungen, das gelungen mit dem Jugendmedienstaatsvertrag, in dem sich die Bundesländer auf einen Konsens bezüglich des Jugendschutzes, des Jugendmedienschutzes konkreter gesagt, geeinigt haben. Das heißt also, es gibt eine gesetzliche Grundlage, die sogar nicht nur in Baden-Württemberg gilt, sondern für Gesamtdeutschland. Und das, was besonders ist in Deutschland, ist, dass eine Kombination aus halbstaatlicher Kontrolle und freiwilliger Selbstkontrolle ist. Kennen Sie bestimmt FSK, FSM, haben Sie bestimmt schon mal gehört. Und je nach Medienform, also Trägermedien, Rundfunk und Telemedien, sind dann die jeweiligen Stellen verantwortlich. Und das tatsächlich, das klingt nicht so antiquiert, wie ich es hier geschrieben habe, sondern es ist tatsächlich auch so antiquiert, da hören Sie auch ein bisschen Kritik auch darin, denn erinnern Sie sich an das, was ich Ihnen im Kontext von gesellschaftlich-kultureller Medienentwicklung zum Thema Konvergenz erzählt habe, Medien konvergieren, das ist natürlich die Praxis, aber hier haben wir es mit einem Rechtssystem zu tun, mit einem Jugendmedienstaatsvertrag, der diese Konvergenz noch nicht berücksichtigt. Und Sie können vorstellen, immer wann etwas zusammengeht, entstehen Schnittmengen, die dann entsprechend rechtlich nicht kontrolliert werden. Das heißt also, das ist ein Beispiel dafür, für diesen Punkt, den ich hier meine, mit Anpassungsmöglichkeiten an gesellschaftliche Prozesse und das Problem auch, dass unterschiedliche Gruppen beteiligt sind. Also Gruppen, die beteiligt sind, nur damit Sie mal auch die Begriffe gehört haben, das sind zum Beispiel die zuständigen Landesmedienanstalten oder auch die Kommission für Jugendmedienschutz, die durch das Unternehmen Jugendschutznetz, das ist tatsächlich ein Unternehmen, unterstützt werden. Und so, dann gibt es noch die freiwilligen Selbstkontrollen, die unterschiedlichen, zum Beispiel die freiwillige Selbstkontrolle für Multimedia-Diensteanbieter, FSM ist das dann, oder auch die FSK der Filmwirtschaft. Ja, und was ganz zentral ist, ist natürlich und auch wieder immer ganz generell problematisch, wenn ich wenn man juristische Fragen behandelt, dass immer auch ein Problem ist, in dem Moment, in dem man dieses Gesetz verabschiedet hat, sich die Welt schon wieder ein bisschen verändert hat und damit diese Gesetzgebung auch schon wieder ein bisschen angepasst werden muss. Und das ist natürlich gerade, wenn Sie an den Medienwandel denken, besonders herausfordernd. Ich habe ja gesagt, der Medienwandel besteht ständig, also das heißt eine ständige Weiterentwicklung, und das gilt natürlich auch für das Netz. Also wenn sich Medien entsprechend stetig verändern, dann müsste sich natürlich auch die Gesetzgebung ständig verändern, das tut sie aber natürlich nicht. Und so beispielsweise gibt es eine Lücke nach der anderen, so beispielsweise in diesem Gesetz, dass nur die Gültigkeit für deutsche Webseiten hat und damit natürlich nicht alle Webseiten umfasst, die Kinder und Jugendliche ansurfen können. Und damit kommen wir ziemlich passend auf die Grenzen des Jugendmedienschutzes zu sprechen. Also das, was ich im Kontext der globalen und interessensbasierten Zusammenarbeit als Vorteil genannt habe, nämlich, dass wir keine Grenzen haben, das wird natürlich im Kontext von Schutzbestrebungen zum Nachteil. Also, wenn alle die Grenzen überwinden können, dann können Kinder und Jugendliche das natürlich auch. Also, blinde Flecken des institutionellen Jugendmedienschutzes ist zum Beispiel, dass wenn Jugendliche und Kinder zeitlich exzessiv Medien konsumieren, das kann ich nicht regeln über den Jugendschutz. Wenn beispielsweise nutzergenerierte Inhalte oder Cybermobbing
ist ja ebenfalls nutzergeneriert im weitesten Sinne, oder auch Plattformen, das sind Regelungslücken im Rahmen des Jugendmedienschutzes. Das heißt also, wir haben eine rechtliche Grundlage und wir haben unterschiedliche Maßnahmen, Instrumente, die entsprechend zur Anwendung kommen. Zahlreiche Einrichtungen sind beteiligt, was es tatsächlich dann nicht immer leichter macht. Und Zuwiderhandlungen werden auch geahndet. Aber die Grundlage des Jugendmedienschutzes sind erstmal Annahmen. Wir nehmen nur an, dass das problematisch ist für Kinder und Jugendliche. Wir wissen es nicht. Tatsächlich ist die empirische Lage dazu relativ dürftig. Und auch bezüglich der Wirksamkeit ist unklar, inwiefern diese überhaupt Relevanz erreichen können. Ja? An dieser Stelle lassen Sie uns den Exkurs zum Jugendmedienschutz beenden, aber nicht ohne nochmal vorher kritisch auf das System zu schauen. Und da möchte ich ein Zitat anführen von dem Kommunikationswissenschaftler Joachim von Gottberg, der nämlich sagt, dass das mittels der Kennzeichnung Medien identifiziert werden, die wir als Gesellschaft nicht gutheißen. Aber der kritische Geist fragt sich natürlich, wer ist Gesellschaft? Also vor allem in diesem Zusammenhang. Naja, natürlich geht es da um die ältere Generation. Eine Generation natürlich, die aufgrund des schnellen und steten Wandels, Sie erinnern sich, ja, oft nur eine Außenperspektive auf das jeweilige Medium hat. Also denken Sie beispielhaft an Computerspiele. Für den einen ist es Zerstreuung und für den anderen ist es eine Gefährdung des Kindes- und Jugendwohls. Vor allem aber diejenigen, die das behaupten, kennen, haben wahrscheinlich selbst noch nie ein Computerspiel gespielt. Das ist interessant. Und das führt uns zu den Generationen, zwischen denen einige Irrtümer bestehen. Und hier finde ich ein sehr schönes Beispiel von meiner Münchner Kollegin Angelika Beranek, die eine Vermittlung zwischen diesen Generationen anstrebt, mit dieser kleinen Grafik, die sie ins Netz gestellt hat. Man könnte statt falsche Antworten, könnte man zum Beispiel die linke Spalte auch mit Vermutungen oder auch Unterstellungen der älteren Generation überschreiben. Aber letzten Endes weist es genau darauf hin. Wir haben einen steten Medienwandel, wir haben einen steten Transformationsprozess und eine Generation, die mit ganz anderen Medien aufgewachsen ist, entscheidet darüber, welche Mediennutzung für die jüngere Generation sinnvoll ist. Aber kennt diese Medien gar nicht aus eigener Anschauung. Und das ist schade manchmal. Und genau in dieser beispielhaften, vielleicht auch zum Teil auch überspitzten Darstellung wird deutlich, wie unterschiedlich wir in den Generationen auf die Mediennutzung schauen. Und noch eine steile These, können Sie mal drüber nachdenken, auf dem Weg in die nächste Veranstaltung oder auf dem Nachhauseweg. Die Medien, die wir selbst als Kind genutzt haben, sind immer okay. Und das gilt für alle Generationen. In diesem Sinne, sehr geehrte Damen und Herren, ich wünsche Ihnen eine schöne Restwoche, alles Gute, bis zum nächsten Mal.